Ah, vielleicht die letzte Folge heute. Ich denke fast. Willkommen zurück zu Astrofan 4 mit mir. Und die Vereinigten Staaten haben die Freie Republik Katalonien gerufen. Wir werden jetzt mal kurz nochmal die Offensive stoppen tatsächlich. Also ich hatte ja eigentlich gesagt, wir machen die jetzt kalt, die Chinesen. Aber ich warte noch ein bisschen. Weil ich eventuell doch die eine Dingenskirchen hier noch schaffen würde. 20 Tage dauert das Ganze. Wir könnten natürlich die kryptologische Abteilung noch ein bisschen weiter unterstützen. Jedenfalls ist das Ziel, dass wir noch die eine Mission machen. Dafür brauchen wir 35% Netzwerkstärke. Wir könnten natürlich noch mehr Leute mal hier in die Gebiete schicken. Wobei das jetzt nicht unbedingt was bringt hier wahrscheinlich. Das ist auch alles gar nicht China. Wir müssen nach China. Na, wenn die auf einem Ort sitzen, wie ihr seht, dann steigt das auch gleich deutlich schneller an. Du nochmal bitte, Dortmund. So. 18%, 23%, 16, 19. Steigt auch einmal am Tag, naja. Ich finde das schön, dass jetzt wieder alle mitten in den Krieg rufen. Für die hier hingegen ist nicht so schön. Also es tut mir echt leid, dass ich euch jetzt hier so verraten habe. Also, das tut mir echt leid. War echt keine Absicht. Ich, zur Strafe bin ich fast verreckt hier. Steht übrigens gleich vor 1000 Factories. Das ist mal das andere. So. Und so schnell können wir Ungarn dann auch gleich integrieren. Und das Gute ist, sobald wir die hier nochmal integriert haben, zusätzlicher Handel plus 100% und die Handelskosten minus 90%. Schon mal relativ nice. Das war jetzt. So. Und dann das nächste wäre Annexion. Annexion muss ich euch nicht erklären, was das ist. Wisst ihr selber. Können noch ein Ding oder was? Hä? Hallo? Wer denn? Hä? Geht doch gar nichts. Das ist wieder verarschen, Alter, oder? Das ist schon wieder. Hier, die triggern mich schon wieder. Während ich übrigens in der Zwischenzeit, sehe ich gerade, meine 1010 Infanteriedivision habt ihr, oder was? 1002, 1004. Habe ich echt schon so viel Infanteriedivision durchgeschleust hier in dem Projekt schon wieder? Krass, ich rede das gar nicht mit. 35% haben wir. Okay, pass auf. Okay, pass auf. So. Sagen wir zivile Verwaltung infiltrieren. So, ich hätte gerne den Franzosen und ich hätte gerne einen. Muss es eine reine Rassige sein oder langt auch ein Hybride? Auf Nummer sicher. Ich weiß, ich hoffe, ich war. Ah, 90 Tage doch das Ganze. Das Ding ist, ich bin mir nicht sicher, ob es auch. Ich bin ja jetzt nicht mehr Großbritannien. Ich bin jetzt das Commonwealth of Nations. Ich weiß jetzt nicht, ob das gilt als Achievement. Wir werden es sehen. Wir werden auf alle Fälle jegliche Offensiven vermeiden. Aktuell und gucken, dass wir da möglichst unbeschadet die Mission noch zu Ende bringen können. Wird vorbereitet. Der bereitet ein bisschen schneller vor. Ich habe nicht einen ganzen Tag Zeit. Das habe ich wirklich nicht. Und hier der Überlebenskampf. Der Überlebenskampf der Amerikaner und Franzosen und Niederländer stattfindet. Weil ich dabei zuschaue, wie die vernichtet werden. Fast ist es ein bisschen Erstes. Aber nur fast. Oh, die Türkei hat kapituliert. Cool. Das interessiert mich auch überhaupt nicht mit der Türkei. Gar nicht. Scheißegal mit denen. Aber es, was ist das denn? Tschüss, Alter. Ja, die sind verbündet mit uns. Die sind mit uns verbündet. Das ist mein Untertan. Das ist einfach mein Untertan. Die haben die falsche Politik-Dings, Demokratie-Dings hier. Wisst ihr, was ich meine? Warum denn? Warum seid ihr kommunistisch? Haben die euch irgendwann mal ins Hirn gepullert? Die werden sogar noch kommunistischer. Das kannst du echt keinem erzählen.
Was kannst du echt keinem erzählen? Was ist mit Umgang? Wann können wir die integrieren? Komplett. Ja, wir arbeiten uns auf gutem Weg hin. Also Exportierung, ja, bringt immer noch was. Und exportieren bringt immer noch was, aber... Wir handeln denn die komplette Wirtschaft weg. Ich fände es halt vielleicht cool, wenn es da noch irgendwie andere Möglichkeit geben würde, da das, die Autonomie zu verringern, außer bauen. Na gut, wir könnten denen Ausrüstung schicken, das würde noch gehen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Dem du hergehst und sagst, okay, pass auf, Leibach beginnen. Ich gebe dir jetzt irgendeinen Shit, den ich seit Jahren nicht mehr brauche oder so. Habe ich echt so wenig Waffen bloß? Ah ne, okay, gut. Ich sage, okay, ich gebe den alles an. Alles an dem hier. Dann sage ich zum Beispiel, den gibt man auch alles. Türkische Panzer. Braucht eh keiner. Die braucht auch keiner. Amerikanische Panzer. So. Schauen wir mal ganz kurz. Tatan verwalten. So. Haben natürlich angenommen. Und haben dann durch den einen Handel gar nichts verloren. Habe ich jetzt richtig? Ah ne, hier muss ich ja gucken. Durch den einen Handel haben die an wen habe ich das jetzt geschickt? Okay, es hat einfach keinen gejuckt. Oder wird das noch gesendet? Ich weiß es nicht. Normalerweise. Interesting, ist interesting. Hat jedenfalls nicht so ausgewirkt. Noch kurz gucken. Ah, es läuft aktuell. Okay, kann sein, dass es erst nach einer Weile reintickt. Okay, warten mal kurz ab. Wir warten mal ab, bis ein Monat vorbei ist oder so. Wir haben es ja als einmaliges Zeug gemacht. Xinjiang, wenn wir es auch noch kurz den Krieg erklären, rufen natürlich auch hier alle Verbündeten nochmal rein. Und dann schauen wir noch kurz bei unserer Spionage vorbei. Spionage hier, Spionage da. Läuft gerade schon sehr schön. Dann sehen wir auch gleich, ob wir das Achievement dann bekommen werden nachher. Am 19. November wird es abgeschlossen sein. Und bis dahin halten wir nochmal kurz die Füße flach hier und machen gar nichts. Einfach nur chillen. Er schießt euch ruhig an. Glücklicherweise habe ich in all meinen Divisionen Logistikkompanien drin, damit die nicht so viel fressen den ganzen Tag, wenn ich eigentlich nur darauf warte, dass wir die Mission abschließen und hier sterben so viele Divisionen nachher von unseren Verbündeten. Bei feindlichen Verlusten sind genauso hoch. Guangxi hat sogar ein relativ großes Problem, weil die werden aktuell ein bisschen überlaufen hier im Süden, das ist schlecht. Gibt auch eine größere Naval Invasion der United States of America. Kurz, oh hier auch, oh shit. Oh shit. Leute, macht doch mal ein bisschen langsamer hier. Ich bin noch nicht fertig mit meinen Missionen. Einfach meine komplette Armee auflösen oder so, keine Ahnung. So, dass wir die Mission abschließen können noch rechtzeitig. So, schauen wir nochmal Ungarn an. Das mit der Leibpacht hat auch super funktioniert, ne? Schau mal, wir haben einmalig, ja, warum? In 20 Tagen, ach so. Ach so. Das dauert 20 Tage, warum? Hä, warum? Warte mal. In 18 Tagen. Das war Blödsinn. Warum 18 Tage? Ja, ich will das direkt schicken halt. Weißt du, ich gebe das denen. Von mein Herz. Weißt du, von mein Herz gebe ich das denen. So, dann schickt es doch einfach hin. Das Scheißzeug liegt im Lager rum. Wenn ich bei Amazon Prime bestelle, kriege ich das morgen. Rest in peace. Xinjiang macht Stress. Wollen wir so gesagt haben. Jedenfalls verstehe ich das nicht halt. Amazon Prime ist viel besser. Problem an der Geschichte ist jetzt nur gerade. Also es könnte wirklich ein Problem sein, dass die mir jetzt hier auf den Sack gehen, gerade diese Xinjiang ist. So, jetzt setzen wir einfach 200 Divisionen dahin.
Wird schon klappen. Es ist schon immer gut gegangen. Und wir haben 1045 Factories. Echt? Woher? Ah, Oktober? Bis wie lang? Wie lang dauert diese Mission? Ne, falsch. 19. November, also noch einen Monat. Okay. Aber die Invasions werden jetzt hier als halt serious. Weil die Chinesen hier nochmal gut gegenpushen jetzt, aber schauen wir mal. Das wird jetzt ein relativ kurzes Schauspiel dann, glaube ich. Also ich verstehe nicht ganz. Es steht immer, Lieferung in 19 Tagen. Das ist hier alles einmalig. Aber das wird nicht angenommen irgendwie und es wird auch nicht geschickt. Ich verstehe es irgendwie nicht. Ja, warum denn? Hä? Es wurde auch bis jetzt nichts geschickt. Es wurde mir auch nichts angezeigt, ne? Das ist halt das andere Problem. Noch öfter weißen Frieden machen, dann raste ich irgendwann nochmal völlig aus. Dann ändern wir es einfach monatlich. So, pass auf. So, machen wir es auch monatlich. Egal. Können wir nachher immer noch ändern. So. In 27 Tagen jetzt. Das ist richtig komisch. Ich nutze viele Features nicht unbedingt. Das Ding ist jetzt, wir bauen auch. Wir können auch gar nichts mehr bauen bei denen. Also wir bauen auch gar nichts mehr bei denen. Das ist das andere Problem, warum die jetzt hier überhaupt generell wieder so Krawalle machen. Das Einzige, was wir jetzt wirklich noch bauen könnten, wäre die Bahnstrecken aus. Das müsste eigentlich auch was bringen, denke ich. Bin mir nicht ganz sicher, was das angeht. Luftschutzpunkte sind schon voll. Das ist ekelhaft. Radarstation können wir nochmal eine Stufe ausbauen. Dann könnte man rein theoretisch noch Landforts hier hinbauen. Das ist halt einfach nur total dummes Gespamme, um jetzt irgendwie Punkte zu kriegen. Sinn macht es jetzt nicht mehr. So, das sieht man nicht so, als ob Bahnstrecken mit in das Ganze reinlaufen tatsächlich. Was ist mit der Leibwacht? Das ist weird. Ja, okay, 726. Jetzt soll es wieder besser. Ja. Aber das mit der Leibwacht, I don't know. Okay, das geht so schnell. 656. 632. Die können wir dann quasi direkt snacken. Rein theoretisch. Und unsere Mission ist gleich fertig. 19. November war es, ne? Dann können wir eigentlich hier schon wieder die Offensiven mal nebenbei starten. Let's go. Keine Ahnung, habe ich irgendwie vergessen hier so. Machen wir nochmal Stress mit, ohne Rücksicht auf Verluste. Bisschen den Druck auf die chinesischen Linien erhöhen. Unsere Armee hier ist übrigens auch schon eingetroffen. Auf nach Xinjiang, ohne Rücksicht auf Verluste. Generell alle ohne Rücksicht auf Verluste nochmal alle auf Agro einstellen. Go, go, go! So, ihr braucht noch 4 Tage. Guangxi hat kapituliert. Das war auch zu erwarten. 2 Tage. Bin mal gespannt, ob das jetzt klappt oder ob ich dafür wirklich hätte Großbritannien sein müssen. Und es hat nicht geklappt. Wir haben es abgeschlossen, aber wir haben das Achievement nicht bekommen. Okay. Das heißt, es hätte einer vom Commonwealth of... Es hätte ein britischer sein müssen. Commonwealth of Nations funktioniert nicht. Finde ich total scheiße. Mit dem Achievement. Ein britischer und ein französischer Agent schließen gemeinsam eine Mission ab. Tja, und Commonwealth of Nations zählt da scheinbar nicht zu, weil wir nicht mehr Britannien sind. Weil der Tag ist scheinbar anders. Weil eigentlich nicht, das ist... Nationalität Commonwealth. Ja, wahrscheinlich ist das das Problem. Wahrscheinlich ist das das Problem, weil es Commonwealth ist. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Bisschen schade zwar, aber gut, was wirst du jetzt hier machen, Russ? Sind übrigens bei 16 Millionen Manpower.
Und die Chinesen sind allein und verlassen auf ihrem Posten. Werden jetzt von allen Seiten attackiert. Hier gibt es sogar eine Naval Invasion in den Niederlande. In dem Joseon-Reich. Xinjiang wird natürlich jetzt auch angegriffen. Bei Kasachstan ist feindlich? Nee, warum gibt es denn hier Kämpfe in Kasachstan? Keiner weiß es. Wollt ihr vielleicht mal ein Bündnis beitreten? Ja. Er hätte angehen können. Vielleicht hätten sie ja trotzdem angenommen. So als kleine, so als Denkfehler, so nach dem Motto, okay, ist ja eigentlich auch egal. Lass einfach mal beitreten. Ah, die Chinesen. Mein, klar haben die keine Chance. Schau mal an, wie wir die jetzt überrennen hier. Alle Ecken und Kanten brechen sie zusammen. Und das Schöne ist, bei China fällt, war es ja sowieso. Oh, die kapitulieren erst bei 5%, Alter. Oh, die kämpfen echt bis zum letzten Mann. Ach, warum denn das? Die Fernöstliche Republik möchte unserem Bündnis beitreten. Leute, ich habe keine Ahnung, wer die Fernöstliche Republik war. Wer ist denn die Fernöstliche Republik? Okay, cool. Interessant. Fernöstliche Republik, okay. Fernöstliche Republik? So im Fernosten ist sie gar nicht. Die ist quasi direkt um die Ecke. Ja, der Nahe Osten. Die Nahöstliche Republik. Sogar Atomwaffen schon erforscht nebenbei. Ja, irgendwas freischalten. Ist doch egal. Es gibt zwar keine Errungenschaft, dass man alles erforscht hat, was ich ein bisschen weird finde eigentlich, dass es so eine Errungenschaft wieder nicht gibt. Vielleicht werden wir das auch gar nicht schafft bis 1949. Das könnte der Grund sein, ja. Weil das Spiel endet ja 1949. Offiziell. Ja, japanische Stellungen sind hier am Arsch. Allen Ecken und Kanten werden sie überrannt. Xibei Sanma, Yunnan hat kapituliert. Xibei Sanma, die halten noch die Stellung. Dieses Joseon-Reich wird auch bald fallen. Shaanxi. Shaanxi ist da noch. Die sind noch safe aktuell. Aber die sind auch gleich raus mit Pyeongchang. 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 Pyeongchang heißt es auch eigentlich. Pyeongchang, ja. Also ich weiß, wie es ausgesprochen wird. Ich weiß auch, eigentlich dachte ich, wie man das schreibt, aber nö. Pyeongchang. Pyeongchang. Naja, gut. Dass du siehst, sieht es immer ganz anders aus. Chinesen haben übrigens jetzt schnell kurz Truppen entsendet hier, aber das wird nicht reichen, das ist nicht genug. Amerikaner mit der nächsten Naval Invasion. Die zerflattern hier auch. Die zerflattern die Chinesen aber auch richtig hart, die United States. Wenn die einmal on fire sind, dann juckt die auch wirklich gar nichts mehr. Xinjiang ist auch nach und nach hier unter Druck. Unser Zwei-Fronten-Angriff, nachdem sie kurzfristig Erfolge verzeichnen konnten, bekommen sie jetzt die Quittung für ihre bösartigen Vorgehen, für ihr bösartiges Verhalten. Xibei Sanma wird auch bald fallen, denke ich, sobald Lanshu uns gehört. Huch. Ja, Armeeverluste auch bei 2,75 Millionen. Eingesetzte Mannstärke liegt irgendwo bei 2,5 Millionen, denke ich mal, in der Zwischenzeit. Das ist auch schon stark eingebrochen. Die chinesischen Truppen zwar kampferprobt, aber nicht stark genug. Und die Amerikaner, naja, Wuhan zu Atombombe auf Wuhan. Ist keine schlechte Entscheidung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mein tiefsten Respekt da an die Amerikaner. Die wissen schon, dass Wuhan irgendwann mal zu Problemen führt. Deswegen hat man sich gedacht, gut, dann machen wir es einfach mal kaputt. Und dann wird das bestimmt nie wieder zu Problemen führen. Nicht, dass da irgendein Virus mal herkommt oder so. Wobei, wo das Virus wirklich herkommt, weiß ja bis heute keiner, dieser Coronavirus. Ne? Das ist ja immer noch ein Rätsel, was die Forscher und Wissenschaftler irgendwann gerne mal lösen würden. Okay, also das ist hier Tag der offenen Tür fast schon so ein bisschen. Chinesen sind hier sogar eingekesselt. Na gut, da gibt es noch einen Hafen. Nicht ganz eingekesselt, aber relativ schwierige Versorgungssituation. Während wir hier, da gibt es gar keine Truppen mehr, da haben sie sich komplett zurückgezogen. 115 Divisionen noch. Die Divisionenanzahl nimmt ja auch sekündlich jetzt ab. Die Amis haben auch eine sehr gute Versorgungssituation hier in ihren Gebieten immer. Das finde ich immer relativ nice. Tadschikistan?
möchte unser Bündnis beitreten. Ja, freilich, tretet bei. Habe ich jetzt eigentlich mehr Chroma als vorher? Nee. Schau, das ist wieder das Ding. Ich habe jetzt zwar Ungarn integriert, aber ich habe weniger Ressourcen als vorher, weil das Gebiet jetzt quasi besetzt ist. So. Wenn wir jetzt bei besetzten Gebiete schauen, dann gucken wir uns mal an. Was sind sie denn? Da. Ungarn. So, da müssen wir nämlich erstmal gucken, dass wir genau das hier, das 10%, 10% schon mal bringt. Und dann hier ist wieder ein neues Regime. Das bringt uns dann eine Kollaborationsregierung. Kollaborationsregierungen sind ja auch wieder was anderes als, Marionetten. Kollaborationsregierungen sind ja quasi besser. Zum Beispiel Deutschland kann ja die Reichskommissariate entlassen. Und die Reichskommissariate sind besser als Marionetten. Sind aber eigentlich auch nur eine andere Form von Marionetten, aber besser. Weniger Autonomie, mehr Vorteile. Das ist noch richtig im Kopf habe. Ich nutze es relativ selten. Die Reichskommissariate. Was eigentlich dumm ist. Reichskommissariate sind eigentlich relativ nice. Wird für das nächste Projekt wichtig. Mit Deutschland. Die Reichskommissariate dann. Xibaisan Mais ist Geschichte. Ja. Jetzt ist noch Shaanxi, China und Xinjiang am Start. Aber ihr seht das selber. China ist eigentlich jetzt schon nicht mehr vorhanden. Die haben aber noch 111 Divisionen. Noch. Ah, die fallen jetzt aber relativ schnell. Und Suran auch schon bei 12%. Aber jetzt geht's sehr schnell mit China. Jetzt geht's gerade sehr, sehr schnell mit China. Peking-Ente holen wir uns noch nebenbei zu Weihnachten. Wobei schon nach Weihnachten, 28. Januar. Naja. Vielleicht heißt es Peking-Ente deswegen Peking-Ente, weil die zu Weihnachten gegessen haben in Peking. Und viele essen ja so eine Peking-Ente auch zu Weihnachten, habe ich gehört. Wobei es ein komischer Brauch ist. Zu Weihnachten isst man ein Fondue oder ein Raclette oder ein Kartoffelsalat mit Wienerln. Oder man geht fett essen beim Asiaten Gourmet. All you can eat. Weil die haben alle zu. So, das war's tatsächlich. Das war's tatsächlich. Wir haben jetzt hier mal den meisten Warscore. Ach, hör auf. Das ist aber nett von euch. Machen wir alles zur Marionette, oder? Okay, die kann ich gar nicht mehr zu meiner Marionette machen. Marionette. Die können wir nicht zur Marionette machen. Dann bist du mal fertig. Ist egal. Unsere Interessen liegen nicht in Asien. Und wir sind damit ganz offiziell fertig. Am 3. Februar 1949 sind wir ganz offiziell fertig. Sind mit der Gesamtpunktzahl ganz, ganz weit vorne mit dabei. Mit Abstand. Armeepunkte gleich auch mit den United States. Das ist interesting. Marine. Reden wir nicht drüber. Luftwaffe, ganz klar vorne. Industriepunkte, ganz klar vorne. Und Territoriumspunkte auch ganz vorne. Es gibt nur noch ein einziges Bündnis. Unser Bündnis, 101 Stärke, 81 Mitglieder, meine Damen und Herren. Das ist die Welt. Die Alliierten haben gewonnen. Wir haben es geschafft, nicht nur den Deutschen zu trotzen, sondern auch der Gefahr aus Russland, aus Asien. Wir haben allen Gefahren getrotzt. Sie haben unser Reich geschaffen. Ein Reich, was größer nicht sein könnte. Die Welt ist komplett demokratisch, eine komplett demokratische Welt. Das sind ja unsere Untertanen, die sind eigentlich auch demokratisch. Naja, das ist auch unser Untertan. Und Südamerika juckt eigentlich keine Sau, deswegen ignorieren wir das. Ja, und die Folgenlänge passt eigentlich auch fast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir müssen nochmal kurz zurück überlegen, wie das denn so lief, das Projekt. Das hat vor allem am Anfang war es echt sehr interesting. Der Anfang war very interesting mit dem Krieg gegen Deutschland und Italien. Unterstützung von Frankreich. Dann natürlich dann der Krieg gegen Russland war auch noch eine spannende Sache.
Spanien, als die sich gegen uns gestellt haben, war auch interesting. Es war, ja, spannend. Ja gut, und da sagt man am Ende gegen China. Das war dann natürlich, Japan war noch ein bisschen interesting, aber China war jetzt eigentlich nur noch Mittel zum Zweck. Deswegen haben wir das jetzt auch ziemlich schnell durchgezogen. Ich hatte gehofft, dass wir das eine Achievement noch bekommen. Aber, tja, lol. Ich hab vergessen. Ich hab vergessen. Scheiße. Ich wollte Minen legen. Egal, können wir immer noch machen. Ich bedanke euch allen fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Zum nächsten Projektkanalmitglieder können wir immer schon im Voraus gucken. So als Dankeschön für die Unterstützung. Ansonsten bedanke ich euch allen für die Treue in diesem Projekt. An alle, die sich das bis zum Ende angeschaut haben. Bis zum Ende der letzten Folge. Und hoffe, dass ich euch in den nächsten Projekten auch wiedersehe. Mach's gut. Tschüss.